Brauchen wir von hier noch was? Nein. Und ja, nur das Gold und das Erz, was wir am Aufzug abgegeben haben, wird in die Stadt transportiert. Und wenn wir dann halt sterben und wiederbelebt werden, ist alles, was wir nicht in die Stadt geschickt haben, futsch. Sozusagen, das bleibt im Dungeon liegen. Und wir kommen nie wieder ran. Weil der Dungeon halt ja jedes Mal neu erschaffen wird. Okay, hier wäre der Aufzug. Und wir können den Aufzug auch immer nur einmal benutzen. Das heißt, wir sollten uns das gut überlegen, wann wir das tun. Wow, viele Fledermäuse. Oh, schleicht die nicht hinter mich. So. Tot euch. Oh, und da ist ein richtig gut gepanzerter Gegner. Ja, man sieht, an dem mache ich viel weniger Schaden. Deswegen muss ich ihn haben. Wow, und jetzt wird es knapp langsam. Wow, ho, ho. Wow. Gut, dass da Leben gedroppt ist. Ja, manchmal ist die Steuerung etwas frickelig. Und das Rot macht es auch nicht viel einfacher. Und da bin ich gestorben. Ja, bei einer Baby Maggot. Gut. Gold gefunden, zur zur Stadt geschickt. So, und da sind wir wieder in der Stadt. So, jetzt können wir unser Zeug nutzen. Erstmal steht der Bürgermeister jetzt hier drin. Das ist die eine Sache. So, wir könnten den Ore-Trader. Shit. Ich wollte den Schmied. Ich hab vergessen, wenn man draufklickt, dann kauft man es gleich. Ja. Okay, wir haben jetzt den Ore-Trader, der uns gerade überhaupt nichts bringt. Das ist nämlich dieser hier. Bei ihm könnten wir Erz kaufen und Erz verkaufen für Gold und gegen Gold. Also ja, man sieht, die Preise sind wucher. 1500 Gold für ein Erz und ja. Ein Erz verkauft uns für 200 ab. Gut, das haben wir schon mal verkackt. Aber wir können skillen. Wir haben 3 Skillpunkte. Damit sollten wir eigentlich erst einmal unser Schwert verbessern, da wir den Schmied ja nicht haben. So, das ist schon mal ein bisschen mehr Schaden. Und damit können wir jetzt wieder hier reingehen. Und alles wieder Klump zu Klump hauen. Wir sind jetzt wieder in Level 1 übrigens. Oh, hi. Alles so aggressiv. Da wird der Aufzug. Oh, und ein Fallenraum.
Ja, wir haben jetzt, machen jetzt genug Schaden, um auch die großen Käfer zu one-hitten. So, dann dashen wir mal hier durch. Gut. Wollen wir uns lieber da oben das Health und... Genau. Und ja, wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, dass da unser... Ja. Der Soldat steht und uns eingesperrt hat. So, ein Fallenraum. Oder ein Herausforderungsraum, wobei der hier jetzt noch relativ einfach ist. Und lustigerweise haben die immer einen Schalter am Ende, um sie zu deaktivieren. Was die nette Sache ist. Okay, Erz. Nehmen wir gern. Level Up nehmen wir auch gern. Das dort ist übrigens auch nochmal ein Fallenraum. Au. Und das hier ist ein Rätselraum. Den gibt's auch hier. Also ja, in diesem Dungeon ersten Level haben wir viel Glück und haben ziemlich viele Räume. Also so, oder? Ja. Wir müssen die richtige Reihenfolge der Schalter finden und sie aktivieren. So. Bringt uns zwar nicht viel, weil das wieder eine Bronzetruhe ist. Aber falls wir noch einen Bronzeschlüssel finden, könnten wir den hier benutzen. Wir sollten auf jeden Fall das ganze Geld einsammeln. Gold will ich nicht sagen, weil das sind Kupfermünzen, keine Goldmünzen. Auch wenn sie goldig aussehen. So, das ist nochmal Erz. Erz können wir immer gut gebrauchen, da wir das ja mit dem Schmied verkackt haben. So, dann holen wir uns noch den anderen Rätselraum, der relativ einfach für uns ist, da wir ein Schild haben. Genau. So, aber auch hier eine Bronzetruhe, für die wir einen Bronzeschlüssel bräuchten. Dann schicken wir halt mal unser Geld wieder nach oben. Und unser Erz vor allem Ding. Ja, und auf unser Geld ist auch immer, sind auch immer Steuern, die das die Stadt für sich behält. Gierige Lumpen. Ja, je mehr Geld wir halt schon angehäuft haben, desto höher sind die Steuern. Deswegen sollten wir auch immer gucken, dass wir unser Geld ausgeben. Weil sonst verbraten wir dann zu viel. Außerdem bringt es uns nicht viel, unser Geld aufzubewahren, wenn wir dadurch nicht stärker werden. Oh, wieder ein Spawner. Ja, Gegner hinter mir, die sind nie schön. Au. Lieber erstmal einen Abstecher nach hier machen. Da liegt nämlich noch ein Apfel auf jeden Fall. Diamant, der mir Geld bringt. Okay, dann den zweiten Spawner am besten ausschalten erstmal.
So, das hat geklappt. Oh. Da wollte ich nicht hindashen. Ging aber gerade noch mal gut so. So, sammeln wir das Mana ein. Da ist der Aufzug auf dieser Etage. So, an die Kiste kommen wir relativ locker ran. Plus 2 Magical Damage und Primary Attack. Hm. Ist nicht schlecht. Ja, und das ist unser erstes Item übrigens. Ja. Items verlieren wir leider auch, wenn wir sterben. Jedenfalls im Augenblick. Ich weiß nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, dann Items später zu behalten. Deswegen rentiert sich es auch am Anfang nicht wirklich. Oh ja, dich brauchen wir unbedingt. Hi. Potion unlocked, das ist schon mal sehr wichtig. Hey, got trapped in here, trying to refill my supply. By this magic spring. Don't forget to fill your own flask and I hope you visit me back in town. Mhm, das ist der Alchemist. So. Das muss ich mal ganz kurz selber gucken. Potion ist Base oder R gewesen, genau. Die Potion ist also in der Lage, uns zu heilen und auch unser Mana zu replenischen. Also in manchen Fällen gar nicht mal so schlecht ist. Also gerade bei Bossfights oder in kritischen Stellen, wie es hier eigentlich gerade der Fall wäre, aber das haben wir noch meistern können. Wollen wir uns hier oben lieber noch das Mana. So. Und ja, wir haben seinen Shop auch freigeschalten. Beziehungsweise wir können jetzt dann theoretisch seinen Shop mit den Gegner reindashen, keine gute Idee. Wir können da seinen Shop jetzt im Rathaus halt freischalten. So wie den Schmied auch. Oh, da ist einer von den bösen Spuckern. Okay. Ja, direkt vor uns ist, kann er durch Schild spucken. Keine so schöne Sache. Ja, und hier oben. Ah, hier wäre ein Indoor-Händler. Bei denen können wir übrigens nur mit dem Geld kaufen, was wir jetzt gerade bei uns tragen. Nicht mit dem Geld, was wir in der Stadt haben. Aber jetzt für den Anfang will ich lieber das Geld für Upgrades und so aufheben. Geht's nur runter. Wir haben kein Erz gefunden auf dieser Ebene. Nur jede Menge Gold. Oder was heißt jede Menge? Ein bisschen wenigstens. Und da der Aufzug jetzt nicht so weit weg ist, schicken wir das Gold wenigstens hoch. So. Und gehen ins nächste Level. Hey, ein Bronzeschlüssel. Und auch ein bisschen Silber. Und Erz, das ist sehr gut.
Hier ist etwas Nahrung. Du bist kein Secret. Noch mehr Erz. Jetzt müssen wir nur noch heil zum Aufzug kommen und das abgeben.